Hi, ich bin Jan von SRAM. Heute mit Bike24 zeige ich euch das E-Tap Setup für die E-Tap HRD, also für die hydraulische Scheibenbremsvariante. So, hier haben wir das gute Stück. Wie ihr vielleicht schon gesehen habt, entweder ihr habt die mechanische Variante, also mit mechanischen Bremsen, oder ihr habt jetzt ganz neu die Scheibenbremsvariante. Sieht hier ein bisschen anders aus. Hier haben wir das hydraulische Bremssystem mit drin, mit dem Ausgleichsbehälter. Daher sind die ein bisschen größer. Hier sehen wir sie 1:1 im Vergleich. Von der Schaltfunktion sind die beiden Hebel genau gleich. Wir haben jeweils einen Schalthebel auf der rechten Seite, der das Schaltwerk nach rechts bewegt. Auf der linken Seite der Schalthebel, der das Schaltwerk nach links bewegt. Und beide gleichzeitig bewegen den Umwerfer. So wie ihr die Schaltgruppe ausgeliefert bekommt, sind die vier Teile noch unabhängig voneinander. Das heißt, wir müssen sie miteinander bekannt machen. Wir haben das schon gemacht, deswegen hat sich's gerade schon bewegt. So wie ihr sie bekommt, müsst ihr ein Pairing machen, also die Teile miteinander paaren. Das Pairing geht immer wie folgt vonstatten. Wir fangen an am Schaltwerk mit einem Druck auf den Function-Button, bis dieses grüne Licht anfängt gleichmäßig zu blinken. So, das ist unsere Pairing-Session, die ist jetzt offen. Solange das gleichmäßig blinkt, können wir die anderen Teile dazu paaren, indem wir auch jeweils einfach den Knopf drücken. Wenn das Licht schnell aufflackert, bedeutet das, das Signal wurde erkannt. Das gleiche haben wir hier auf der Innenseite. Flackert schnell auf, das war's schon. Hier ebenfalls. Wir sehen das Flackern, das heißt, das Schaltwerk hat die anderen Teile erkannt. Jetzt beenden wir die Pairing Session mit einem weiteren Druck auf den Function Button hier oder warten auf ein Timeout, das nach ca. 20 Sekunden eintritt. Der erste Schritt beim Anbauen ist der Umwerfer. Wie gerade schon erwähnt, müssen wir da auf ein paar Details achten, was die Höhe und die Ausrichtung angeht. Ich fange einfach mal an. Wichtig ist aber zu wissen, der Umwerfer wird auf der äußeren Position, also aufs große Kettenblatt eingestellt. Wie gerade eben schon betont, die Markierung hier auf der Innenseite vom Schaltblech dient dazu, die Höhe festzulegen. Und zwar fahre ich mit dieser Markierung und einem der ausgewachsenen Zähne hier an der Spitze gleich. Ich kann die Schraube so andrehen, dass mir der Umwerfer nicht mehr nach unten rutscht, aber dass er sich seitlich noch bewegen lässt. So kann ich jetzt mit den Markierungen hier oben, hier im hinteren Bereich und hier im vorderen Bereich vom Umwerfer arbeiten und setze die eben gleich mit der Linie, die meine Zähne am großen Kettenblatt beschreiben. Wenn ich das habe, kann ich den Umwerfer anziehen und die Einstellung sollte passen. So, nächster Schritt ist die Schaltwerkmontage. Wir haben es hier mit einem Long-Cage-Schaltwerk bzw. wir nennen es Wi-Fi-Schaltwerk zu tun. Hier ist der Käfig ein bisschen länger gestaltet und hat eine etwas andere Geometrie als das herkömmliche Schaltwerk. Hiermit können wir eine Kassette von bis zu 32 Zähnen schalten. Das Schaltwerk wird wie herkömmlicherweise ganz normal mit einem 5 mm Innensechskant am Schaltauge befestigt, angezogen und das war's. Nächster Schritt ist die Schalthebelmontage. Hier haben wir die Schalthebel. Wir falten den Griffgummi ein Stück zurück, sodass wir hier innen an die Befestigungsschraube kommen mit einem 5 mm Imbus. Dann das Ganze hier dann auf den Lenker fädeln und mal grob vorpositionieren. Da wird
das Ganze schon gepaart haben miteinander, können wir jetzt das Schaltwerk schalten. Um das Schaltwerk richtig unterhalb von der Kassette positionieren zu können, haben wir folgende Einstellmöglichkeiten. Wir haben hier auf der Innenseite vom Schalthebel einen kleinen Function-Button. Wenn wir diesen drücken, gedrückt halten und gleichzeitig das Schaltpaddel bewegen, können wir das Schaltwerk um je 0,2 mm pro Klick in die entsprechende Schaltrichtung feinjustieren. Bedeutet, wenn ich das Schaltwerk weiter auf die Innenseite bewegen will, mache ich das Ganze am linken Schalthebel. Beziehungsweise wenn ich das Schaltwerk weiter nach außen schalten will, Richtung dem größeren Gang, mache ich das Ganze am rechten Schaltpaddel. In dem Fall will ich, dass die obere Leitrolle genau unterhalb von meinem kleinen Ritzel steht. Man sieht hier eine kleine Abweichung. Diese kann ich ausgleichen mit dieser Funktion. Ich möchte in dem Fall ein Stück weiter nach außen schalten. Mache hier 2-3 Klicks. Die obere Schaltrolle soll also ziemlich in der Flucht stehen zum kleinen Kettenblatt. Wenn ich das habe, dann kann ich mit dem unteren Anschlag die Schraube zum Anschlag hinbewegen, aber wirklich auch nur so weit, dass ich den Motor nicht mit dem Anschlag bewege, um mir diesen Einstellbereich mit dem Microshift wegzunehmen. Das gleiche mache ich auf dem großen Blatt. Hier sehen wir schon seitlich, ich brauche ein bisschen mehr Abstand zum großen Ritzel. Beim Wi-Fi-Schaltwerk will ich, dass dieser Abstand zwischen Zahn der oberen Leitrolle und Zahn des größten Ritzels quasi null ist. Dadurch, dass die Schaltrolle hier offset vom Drehpunkt sitzt, wird die Schaltrolle sich wegbewegen, sobald Spannung auf den Käfig kommt, beziehungsweise sich die Kette entsprechend lenkt während dem Schaltvorgang. Und zum anderen will ich hier jetzt auch die Position einstellen. Ich will, dass die obere Leitrolle genau unterhalb, also zentrisch unterm großen Ritzel steht. Und dazu kann ich eben entsprechend wieder mit Microshift das Ganze minimal feinjustieren. Wenn ich das grob eingestellt habe, kann ich auch hier den oberen Anschlag so weit reindrehen, dass die Anschlagschraube den Anschlag gerade so berührt, um sicherzugehen, dass mein Schaltwerk auf keinen Fall weiter Richtung Speichen schalten kann. Im nächsten Schritt können wir die Kette auflegen. Dazu schalten wir aufs kleinste Ritzel und aufs kleine Kettenblatt. So haben wir am meisten Platz. Kette grob aufgezogen. Wir verwenden ein Kettenschloss. Das sieht so aus. Dieses Kettenschloss solltet ihr nur einmal verwenden, da es beim Schließen bzw. beim Öffnen einen Formschluss eingeht, der kaputt geht beim Öffnen. Dieses Kettenschloss hat so einen kleinen Pfeil aufgemalt. Dieser Pfeil zeigt uns die Richtungsbewegung der Kette an. Das heißt, hier im unteren Bereich, von der Montageseite aus gesehen, zeigt dieser Pfeil nach hinten. Das heißt, dieses Kettenglied kommt hier auf den hinteren Teil der Kette so von außen rein. Und von der Gegenseite eben umgekehrt. Hier haben wir das Kettenglied. Hier haben wir das Kettenglied. Ich mache das hier einmal kurz, um zu demonstrieren, was die Feineinstellung jetzt noch bewirken kann. Wunderbar, wir müssen noch nachjustieren. Die Kette will noch nicht so richtig von alleine weiter nach oben. Das können wir jetzt beeinflussen, indem wir am linken Schalthebel mit Microshift ein paar Klicks, wie gesagt, wir halten den kleinen Function-Button auf der Innenseite vom Schaltpaddel gedrückt und drücken gleichzeitig das Schaltpaddel und schalten damit um 0,2 mm pro Klick weiter nach innen. So lange bis die Kette geschmeidig aufs nächstgrößere Ritzel steigt.
schalte aufs große Ritzel und bleib weiter auf dem kleinen Blatt. So kommen wir gleich zur Einstellung vom Umwerfer. Am Umwerfer haben wir keine zusätzliche Feintrimmfunktion. Wir haben nur zwei Anschlagschrauben, eine für unten, eine für oben. Die untere ist für das kleine Blatt, die obere fürs große Blatt. Das macht die Erklärung relativ einfach. Noch sind wir auf dem kleinen Blatt und wir haben den Abstand zwischen Leitblech innen und der Kette. Die Kette sollte hier natürlich möglichst knapp vorbeilaufen, aber auch nicht zu knapp, um kein Kettenrasseln zu verursachen. Wir brauchen hier einen 2,5 mm Inbus, um den Abstand entsprechend einzustellen. Wir wollen hier eine Distanz zwischen innerem Leitblech und der Kette von ca. 0,5 bis 1 mm haben. Dementsprechend stellen wir hier mit dem unteren Anschlag den Umwerfer an. Wir können schon mal schauen, wie es schaltet. Ich kann hier am Umwerfer mit diesem Function-Button zusätzlich manuell den Umwerfer bedienen. Ich schalte aufs große Blatt und aufs kleinste Ritzel, um den größten Gang aufliegen zu haben. Damit können wir den Umwerfer auf den großen Gang einstellen. So haben wir einen Abstand hier vom äußeren Leitblech der Kette zur anderen Seite der Kette. Und dieser Abstand soll ebenfalls ca. 1 mm betragen. Den Abstand stellen wir ein mit der oberen Anschlagschraube hier. Und schauen, dass wir hier zwischen Leitblech und Kette ca. 1 mm Abstand haben. So, für die Bremsanschlüsse brauchen wir diese drei Teile. Wir haben hier das Teil, was unsere Quetschhülse darstellt, im Fachjargon auch Olive genannt. Findet sich hier in dieser Fassung. Wofür die da ist, erkläre ich gleich am Rad. Wir haben hier die Schraube, die in die Leitung innen reinkommt. Diese hat ein Außengewinde hier außen drauf, die nachher diese Olive mit aufnimmt. Und diese Überwurfmutter, die das Ganze verbindet. So, hier am Schalt- bzw. Bremshebel seht ihr dieses Verbindungsstück. Das hier ist der sogenannte Stealth-O-Magic. Das Teil hier ist sowohl der Anschluss, mit dem die Leitung, also das Leitungsende, das so aussieht, mit dem Bremshebel verbunden wird. Hier sitzt so eine Schutzkappe drauf, die könnt ihr ohne weiteres abnehmen, hier passiert gar nichts. Dieser Stealth-O-Magic ist auch ein Ventil. Dieses Ventil öffnet sich, wenn ihr diese Leitung mit dem Schalthebel verbindet. Erst dann kann die Flüssigkeit fließen und das Bremssystem funktioniert. Die Teile, die ich euch gerade gezeigt habe, die werden jetzt hier angebracht. Das heißt, diese Kappe dient nur dazu, dass die mit Flüssigkeit gefüllte Bremse flüssigkeitsgefüllt bleibt und hier nichts austritt. Die Leitung kommt ja in einer gewissen Länge. Ihr passt sie an auf euer Rad, nehmt hier die Länge grob an. Hier darauf achten, hier könnt ihr ein bisschen Bremsflüssigkeit austreten. Leitung hier entsprechend ein bisschen nachformen, dass ihr mit dieser Schraube hier entsprechend reinkommt. Grob ansetzen. Diese Schraube hat hier auf der Innenseite einen 8 mm Torx-Anschluss. Mit dem könnt ihr diese Schraube ganz einfach hier in die Leitung reindrehen. Jetzt kommt dieses Teil zum Einsatz. Das ist wie gesagt die Hülse, die dazu dient, die Leitung mit diesem Teil zu verbinden. Vorher muss ich meine Überwurfmutter drüber hauen. Diese Schraube hat, wie gesagt, hier außen ein Gewinde drauf. Es ist ein Linksgewinde, sodass ich das Teil hier jetzt mit einer Linksbewegung hier drauf schraube. Wichtig für die ganze Verbindung, Dot Grease. Wir haben hier Gewinde und Teile, die aneinander reiben können, um das Ganze möglichst gut miteinander zu verbinden. Fetten wir das gut ein,
unbedingt hier aber Dot Grease verwenden, kein herkömmliches Fett, weil sich das hier eben entsprechend gut mit der Bremsflüssigkeit verträgt, beziehungsweise auf die Bremsflüssigkeit keinen weiteren Einfluss hat. 10er Maulschlüssel für diese Verbindung hier. 8er Ringschlüssel für diese Überwurfmutter. Die Leitung ist jetzt verbunden. Wie gesagt, mit dem Verbinden habe ich dieses Ventil hier drin geöffnet und ich kann jetzt meinen Bremshebel betätigen. Man sieht hier, ich kann bremsen. Bei der Flatmount-Bremse ist es so, ich habe zwei Schrauben hier von unten, um die Bremse grob auszurichten. Bei der ganzen Prozedur hilft mir, wenn ich den Bremshebel ziehen kann und sich die Bremsbeläge schon mal grob an der Scheibe ausrichten. So, Bremse ist ausgerichtet. Nach dem Verbinden der Bremse ist allerdings empfohlen, dass ihr zumindest den Hebel ganz kurz entlüftet, sodass ihr ausschließt, dass hier irgendwelche Lufteinschlüsse sind, beziehungsweise ihr hier beim Verbinden der Bremse Flüssigkeit verloren habt. Wir haben hier die Einstellmöglichkeit, hier steht drauf Brake Lever Contact In. Bedeutet, das ist die Einstellung für den Druckpunkt. Das heißt, ab wann der Hebel die Bremse schließt, beziehungsweise wie weit dieser Punkt vom Lenker entfernt ist. Diese Entfernung können wir einstellen zum Lenker hin mit Drehung nach rechts. Wir wollen aber beim Entlüften sicherstellen, dass diese Einstellung komplett nach außen gedreht ist, sodass wir das höchste Flüssigkeitsvolumen hier im Hebel haben, um hier die Bremse entsprechend korrekt einstellen zu können. An diesem Bremssystem haben wir zwei verschiedene Nippel. Am Bremshebel haben wir weiterhin diesen altbekannten Anschluss mit einem ganz normalen Gewinde. Und auf der Seite mit dem Bremssattel haben wir dieses neue System, nennt sich Bleeding Edge. Wird auch bei unseren Mountainbike-Bremsen schon länger verwendet. Hat den großen Vorteil, dass ich nachträglich, nachdem ich diesen Nippel mit dem Bremssattel verbinde, erst den Flüssigkeitsport öffnen kann und somit ein sehr viel einfacheres und sauberes Entlüften zustande kommt. Diese Spritze wird befüllt mit DOT, bitte ausschließlich Bremsflüssigkeit DOT 5.1 verwenden. Die Spritze von Luft befreien, also diesen Lufteinschluss, den wir hier im oberen Teil sehen, rausdrücken, so dass sich keine Luft mehr in der Spritze befindet. Dieser Spritze kommt ein kleines bisschen Flüssigkeit rein. Wirklich bloß ein Fingerbreit, mehr brauchen wir auf der Seite nicht, da wir die Flüssigkeit sowieso komplett austauschen, die sich im System befindet. 10 mm Torx für den Anschluss am Bremshebel. Die Spritze wird hier angeschlossen. Am Bremssattel haben wir diesen kleinen Sicherungssplint, der die Sicherungsschraube, die Bremsbeläge hält, wiederum sichert. Das Ganze holen wir raus. Holen auch die Beläge raus, da wir nicht wollen, dass die mit Bremsflüssigkeit in Berührung kommen. Dann haben wir diesen schönen Bleed-Block, der kommt hier rein, sorgt dafür, dass die Kolben in der richtigen Position bleiben. Und hier zusätzlich diese Schraube wieder reindrehen, damit auch dieser Bleed-Block an Ort und Stelle bleibt. Diese kleine Schutzkappe hier, die
den Bleedport abdeckt, wird ebenfalls entfernt, auf die Seite gelegt. Das ist der Bleedport an unserem Bremssattel. Hier wird diese Spritze mit diesem Nippel angeschlossen. Ich vergleiche es immer mit einem Art Druckluftventil bzw. Gardena-System. Mit einem Druck hier drauf ist das Ganze verbunden. Bei der ersten Benutzung kann es sein, ihr könnt dieses Ventil hier nicht ohne weiteres aufdrehen. Da das Ganze aber, wie ihr hier sehen könnt, mit einem Innensechskant gefasst wird, könnt ihr euch mit einem 4 mm Imbus hier weiterhelfen und dieses Ventil einmal kurz öffnen, wieder schließen, so damit hier keine Flüssigkeit austritt. Und dann könnt ihr das Ganze verbinden und das Ventil öffnen. Ungefähr eine Umdrehung, nicht mehr, sind nötig, damit hier die Flüssigkeit entsprechend fließen kann. Was wir jetzt machen ist, wir tauschen die Flüssigkeit, die sich im Bremssystem befindet, einmal aus, indem wir die Flüssigkeit hier durchdrücken. Kommt hier oben an. Hier sehen wir vielleicht sogar ein paar Luftblasen aufsteigen. Nur ein Stück weit. Ziehen dann das Ganze durch Unterdruck wieder zurück. Wir haben gesehen, hier kommen ein paar Luftblasen raus. Das Ganze machen wir ungefähr zweimal. Wir sehen, hier steigt nicht viel Luft aus. Dann machen wir das Gleiche hier, ebenfalls mit Unterdruck. Ziehen das Ganze wieder zurück. Und unser Entlüftungsvorgang ist beendet. In dem Fall können wir hier unten das Ventil wieder schließen, drehen das hier zu, nehmen die Spritze wieder ab. Hier oben können wir jetzt nochmal separat schauen, dass wir hier den Ausgleichsbehälter wieder mit Flüssigkeit füllen, indem wir hier drauf drücken, vielleicht noch ein, zweimal ziehen, noch ein bisschen Luft hier mit entweichen lassen. Und den Ausgleichsbehälter wieder füllen. Und das war's. Jetzt können wir die Spritze hier wieder entfernen. Achtung, hier läuft ein bisschen Flüssigkeit mit raus. Das ist ein gutes Zeichen. Einfach wegwischen. Dort ist Wasser löslich. Könnt ihr einfach mit ein bisschen Wasser hier absprühen. Mit einem Tuch abwischen, fertig. Die Verschlussschraube kommt hier wieder drauf. Hoodcover wieder drüber und fertig. Am Schluss kommen die Beläge wieder rein. Den Sicherungssplint nicht vergessen. Laufrad wieder reinbauen, Bremsen kontrollieren, sollte wieder funktionieren. Definierter Druckpunkt sollte da sein. Und euer Rad ist fertig.